herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. I'm sorry, ich sehe einfach aus wie eine heruntergekommenes Wrack. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Heute werde ich für euch Fragen zu meiner Detox-Kur beantworten. Am Sonntag kommt noch ein sehr, sehr wichtiges Video zu der Detox-Kur. Schaut es euch dann bitte von vorne bis zur letzten Sekunde an. Am Ende wird es noch etwas sehr Unerwartetes geben. Vor genau einer Woche habe ich das Video veröffentlicht zu meiner Detox-Kur. An diesem Punkt hatte ich erst 4 Tage diese Detox-Kur geschafft und es war alles noch ganz anders, als es sich dann in der kommenden Zeit entwickelt hat. Ich bin jetzt schon viel schlauer über die Kur und würde mal sagen, von behaupten, ich kann euch alle Fragen dazu beantworten. Und da das es so viel Aufmerksamkeit erregt hat, es sehr, sehr viele negative Seiten davon gab, sehr viele Leute einfach keine Ahnung von diesem Thema hatten und irgendwas rausgeredet haben, schaffe ich hier mal Klartext, beantworte die Fragen und die Unklarheit. Vornherein möchte ich sagen, Leute, ich weiß, viele von euch haben dieses Video angeklickt, weil sie wissen, 14 Tage nichts essen, ich nehme ab. Oh mein Gott, ich mache das. In einem jungen Alter, vor allem in der Pubertät, ich bin jetzt auch 16, also ich bin noch sehr jugendlich, ich bin auch noch mittendrin in dem Ganzen, in dem Gefühlschaos, in dem, dass man nicht zufrieden ist mit seinem Körper, in dem, dass man nicht zufrieden ist mit sich selbst. Ich selber bin mittlerweile sehr zufrieden mit mir, habe so langsam meinen Style gefunden, habe mich gefunden, bin aber immer noch dabei, so ein bisschen herauszubekommen, wer ich eigentlich bin. Da so Medien im Internet, die einem vorgaukeln, man muss abnehmen und man muss schön sein, zeigen, dass man ja abnehmen soll, schlank sein soll. Und mein Video hat, glaube ich, sehr vielen von euch auch diesen Eindruck vermittelt. Ihr müsst schlank sein. Ich habe euch meine Figur offenbart, mein Gewicht euch gezeigt und viele haben sich daran gemessen. Viele haben deswegen ihr Alter und ihr Gewicht in die Kommentare geschrieben. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin übergewichtig. Und das ist komplett falsch. Das möchte ich mal gleich vornherein sagen. Es hängt nicht nur ab, wie alt ihr seid, wie viel wiegt, sondern auch, wie groß ihr seid. Es gibt auch eine bestimmte Knochenstatur, wie sie ist. Es gibt Leute, die haben einfach breitere Knochen, die zum Beispiel auch breitere Schultern haben oder so. Und es gibt Leute, die sind einfach schmaler gebaut, die können dann zum Beispiel gar nicht arg viel dicker werden. Es gibt Leute, die sind ein bisschen dicker oder fülliger gebaut. Die können dann nicht ein Spargel werden. Sowas geht einfach nicht. Das ist teilweise schon einfach Natur. Und lasst das einfach so sein. Irgendwann steht ihr zu dem, wie ihr seid. Nur durch eine Detox-Kur bekommt ihr nicht mehr Muskeln, werdet wie, keine Ahnung was, Topfigur oder bekommt allgemein, keine Ahnung, schöneres Gesicht, einen schöneren Charakter oder ähnliches. Die Detox-Kur, wenn man abnimmt, nimmt man nur am Bauch ab und die Muskeln werden zurückgehen. Viele von euch haben auch gedacht, ich kenne mich nicht ganz so aus mit der Ernährung und mit dem ganzen Muskelaufbau und eigentlich kenne ich mich schon damit relativ auf, weil ich mich sehr stark mal damit befasst hatte und auch mal eine sehr starke Zeit hatte, wo ich sehr viel Sport gemacht hatte und in einer schnellen Zeit sehr viel Gewicht abgenommen habe. Kurz dazu, ich hatte eine Zeit, da war ich kurz vor den 60 Kilo. Wer das weiß, ich war bei meinem Video, wo ich angefangen habe, 52 Kilo oder so. Und ich habe in einer kurzen Zeit von den knappen 60 Kilo es bis unter 40 Kilo geschafft, durch sehr viel Sport, gesunde Ernährung und das ganze Zeug. Das habe ich ganz schnell aber auch wieder abgebrochen und habe es wieder geändert. Also es war sehr viel, was ich schon so durch habe. Deswegen, die ersten Tage habe ich an meinem Bauch abgenommen und zwar eigentlich nur die Lebensmittel, die ich in mir hatte, die Nahrung, die ich in mir hatte, ist erstmal alles. Und diese Säfte und das Wasser spült meinen ganzen Körper durch und es soll die ganzen Giftstoffe herausschwimmen und die Negativität und alles Mögliche. Das erfahrt ihr aber genau in einer Woche noch meine Rezession. Meine Meinung dazu, was es gebracht hat. Aber Nahrung, Eiweiß und das ganze Zeug hilft uns natürlich zum Muskelaufbau. Und die Säfte sind da nicht wirklich ein guter Ersatz. Von diesen Säften hat es gehandelt. Dazu möchte ich nochmal sagen, ich habe extra kein Geld für diese Produktplatzierung hier wollen, weil ich einfach meine Meinung sagen wollte. Ich wollte euch einfach offenbaren, was es ist und deswegen wollte ich sie nur zugeschickt bekommen, weil sie sehr teuer sind. Das haben auch sehr viele von euch bemängelt, daran kann ich nichts ändern. Ich finde das auch nicht gut. Die Säfte haben kaum Eiweiß, keine Fette, fast gar nichts. So ein Saft hat 42 Kalorien ungefähr. Ich schreibe euch mal von jeder Saftsorte die Kalorienanzahl unten in die Kommentare und dazu noch, wie viel Kalorien ich pro Tag aufgenommen habe. Du kannst ganz einfach im Internet herausfinden, wie viel Kalorien dein Körper am Tag verbrennt. Wir haben ungefähr ausgerechnet, es müssten ungefähr 600-700 Kalorien gewesen sein, die ich so am Tag aufgenommen habe. Und mein Körper sollte so 1600, glaube ich, Kalorien am Tag verbrennen. Das bedeutet viel mehr Kalorien, als ich einnehme. So geht natürlich ein Teil meines Gewichtes weg. Dass das arg positiv ist,
hat niemand gesagt. Deswegen ist der gesundheitliche Aspekt so lala. Wie gesagt, ich habe mich mit Ernährung auch ein bisschen befasst gehabt. Also ich bin nicht ganz dumm in diesem Thema. Und ich kenne auch den Jojo-Effekt. Und auch den möchte ich euch lange nach der Zeit nochmal dazu was sagen. Weil natürlich erst lange nach der Kur ich euch sagen kann, ob alles wieder zurückgekommen ist. Aber wenn ein Körper sehr lange nichts zum Essen hat, was auch bei Magersüchtigen oder so etwas vorkommen kann, ist das, wenn der Körper die ganze Zeit keine Fette, keine Nahrung oder sowas bekommt, geht er auf Energiesparmodus. Unser Körper hält es 4 bis 6 Wochen ohne Essen aus, aber nicht ohne Trinken. Und in dieser Zeit hat unser Körper aber noch Leistung, denn man muss sich es so vorstellen, früher, wenn man Jäger war und man hatte gerade kein Tier gefunden zum Schießen und hatte so kein Essen, hätte der Körper in diesem Moment aufgegeben, wäre der Mensch sofort gestorben und hätte keine Chance gehabt. Aber in diesem Moment, wo unser Körper auf Energiesparmodus geht, schiebt er nochmal die ganze Energie raus, die in ihm ist. Denn er möchte nochmal alles versuchen, um nochmal zu leben. Dieser Zustand habt ihr während der Kur. Deswegen habt ihr eigentlich auch keine Beschwerden. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wenn der Körper dann wieder Nahrung bekommt, denkt, oh mein Gott, ich bekomme so selten Nahrung, das muss ich sofort sammeln. Und das behält er und legt es dann halt wieder an. Ich hoffe, es habt ihr jetzt ungefähr so verstanden. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass mein ganzes Gewicht wieder zurückkommen wird. Wie viel sich mein Gewicht verändert hat, werdet ihr an meinem Sonntagsvideo erfahren. Aber jetzt gehe ich mal auf genaue Fragen ein. Oder besser gesagt Kommentare. Du weißt ja schon, dass man nur 3 Tage ohne Essen überleben kann. Bitte informiere ich mal darüber, wie lange es ein Mensch ohne Essen aushalten kann. Unser Körper ist zu mehr fähig, als du glaubst. Nur weil du Hunger hast, heißt das nicht, dass du morgen stirbst. Du bist erstens viel zu jung für sowas. Zweitens bringt es nichts, da du nach den 2 Wochen wieder zunehmen wirst. Drittens stiftest du junge Menschen dazu an, den Mist auch zu machen. Erstens, wer hat gesagt, wann es erlaubt ist? Und wer hat gesagt, wann hast du viele Giftstoffe in dir drin? Wann weißt du, wann es für mich die richtige Zeit ist? Zweitens, genau das soll das Experiment zeigen. Drittens, ich habe in meinem Video klar gesagt, ich möchte niemanden anstiften. Ich möchte etwas aufklären, ich möchte meine Meinung preisgeben. So ein Video macht mich richtig traurig, weil das einfach kompletter Bullshit ist und eventuell den einen oder anderen auf dumme Gedanken bringt, was ihn zu einer Essstörung führen kann. Finger weg von solchen Sachen. Wenn du selber noch keine Erfahrungen hast, würde ich nicht über die Themen urteilen. Deswegen habe ich persönlich das Ganze jetzt getestet und ob ich euch warm werde, ob ich euch dazu anstiften werde. Nächste Woche werdet ihr genaue Sachen dazu sehen. Besser gesagt, am Sonntag werdet ihr schon sehr viel darüber erfahren. Und ich glaube, ich stifte keine Leute dazu an, wenn ich extra nochmal in meinem letzten Video gesagt habe, überlegt euch das gut. Seid euch im Klaren, macht das nicht so jung, also mit 13, 14. Passt auf, ihr braucht sehr viel Selbstkontrolle und ihr müsst wissen, wann Schluss ist. Meine Freunde haben um mich Angst gehabt, haben mir geschrieben. Haben mir Audios geschrieben, wo sie gesagt haben, Nicole, ich habe Angst um dich. Nicole, ich weiß, dass du schon mal in schwierigen Zeiten warst, wo du das nicht so einfach geschafft hast, aus solchen Themen rauszukommen. Manche haben dann aber gesagt, ich vertraue dir, du bist mittlerweile stark genug, um zu wissen, wann es gut ist. Und ich habe mir und meinen Freunden eine Grenze gesagt an Gewicht, an der ich abbreche. An der ich sofort abbrechen werde, weil ich nicht untergewichtig werden möchte. Wie beendet man eine Detox-Kur eigentlich? Ich habe gehört, dass man nicht sofort alles essen darf. Auf was muss man denn achten? Das Ganze werde ich euch nach meiner Detox-Kur nochmal genauer beschreiben, wie das alles geht. Aber ja, man darf nicht sofort essen, weil der Körper sich dagegen wehren wird. Dann noch Kommentare, die sehr oft kamen, waren, kann ich auch einfach die Säfte aus Rewe oder Aldi nehmen? Nein, denn diese Säfte enthalten nicht nur wichtige Vitamine oder so, sondern auch sehr viele Stoffe, die ihr einfach nicht braucht. Oder haben vor allem diese Stoffe nicht drin, die ihr braucht. Was ihr genau in dieser Zeit braucht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Säfte das enthalten. Deswegen sind die Säfte auch kalt gepresst, damit diese ganzen Vitamine und alles nicht verloren gehen. Ohne Zuckerzusatz könnt ihr Rewe bei Edeka und so vergessen. Hier hinten stehen auf den Flaschen auch immer drauf hier, wie viel von welcher Sorte, whatever da drin war, enthalten ist. Und es steht noch Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und Salze. Aber das sind alles nur natürliche Salze, die da drin sind. Natürlich ist ja auch Zucker drin, aber das ist der natürliche Fruchtzucker. Auch nur mit Wasser kann man das Ganze nicht machen. Denn dem Körper fehlen ganz viele Stoffe, die da immer noch enthalten sind. Es ist ja so, als würde man Obst oder Gemüse einfach pressen. Man kann das Ganze auch selber machen, aber ich würde das vor allem in einem jungen Alter, ich würde es mal mit meinen 16 Jahren, hätte ich das niemals selber gemacht, weil ich zu sehr Angst hätte, dass ich was falsch machen würde. Erfahrene Menschen können das machen, aber
jungen Menschen, so wie meine Zuschauer sind, würde ich das niemals empfehlen. Lasst euch dabei bitte auch von eurem Doktor beraten. Vielleicht braucht ihr das gar nicht. Und ich glaube, die meisten von euch da draußen möchten sich auch gar nicht entgiften, sondern möchten einfach nur abnehmen. Und deswegen wusste ich, dass ich mit diesem Thema genau einen kleinen Auerpunkt erwischen werde und es sehr viele Kommentare geben wird. Aber ich möchte das ganze Thema aufklären. Und dann wisst ihr jetzt auch alles gegen Ende genaueres darüber. Die Säfte sind teuer. Überlegt es euch gut und wartet vor allem mein ganzes Experiment ab. Alle Videos zur Detox-Kur, weil dann wisst ihr alles darüber und könnt euch nochmal im Klaren sein, ob ihr es ausprobieren wollt. Und glaubt mir, 3 Tage reichen auch vollkommen. Zwar ist es dann nicht so wie nach einer Woche seid ihr es wirklich schon gewöhnt, aber 3 Tage bis 5 Tage ist vollkommen genügend. Ihr braucht keine 2 Wochen. 2 Wochen sind komplett übertrieben. Das habe ich aber von Anfang an gesagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin tschüss und einen schönen Tag.